Servus und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es wieder mal um das Thema Fahrrad. Und zwar ein YouTube-User hat mich angeschrieben, ob ich nicht mal zeichnen könnte. Und zwar, ich habe vor über einem Jahr, hatte ich das Problem bei meinem eigenen Bike, und zwar ein Canyon, ein Spectral 9, dass von der Motorabdeckung unten der Gummiriemen einfach abgerissen ist. Ich zeige euch das mal. Das Ganze sieht so aus. Und ich dachte, das ist ein Einzelfall. Habe mich natürlich an den Support von Canyon gewendet, hat super geklappt. Also, sie waren total lieb und nett und haben mir versprochen, sie schicken mir so ein Teil. Haben aber auch gleich gesagt, sie sind verzugt, das könnte ein bisschen dauern, wegen da war noch das mit China und mit den Fahrrädern und Ersatzteile etc. Gut, das Ganze hat bei mir fast ein Jahr lang gedauert, bis dieser Riemen gekommen ist. Dafür habe ich dann zwei bekommen. Ich zeige mal, wie das aussieht. Die Originalverpackung, dass man das sieht. Ist dann so, da ist praktisch ein neuer Riemen drin und so ein Bolzen. Und ich habe das dann auch gleich reingebaut, habe mir dann nicht weiter Gedanken gemacht. Und jetzt hat mich ein User aus YouTube angeschrieben. Er hat ein ähnliches Problem. Vielleicht haben wir noch mehr Leute das Problem. Und er weiß nicht genau, wie er es einbauen soll. Und ich habe es erst versucht, so abzuhandeln, ne? Ganz einfach. Und jetzt ist es bei mir auch schon eine Zeit lang her. Und jetzt habe ich den User versprochen, ich mache abends ein Video und zeige nochmal im Ganzen, wie das eingebaut wird am Fahrrad. Ist also relativ einfach und ist einfach zu bewerkstelligen. Und wenn man ein bisschen fachliche Kenntnis hat, ein bisschen Schrauberfänger, kriegt man das locker hin. Und ich will euch einfach jetzt mal auf die Schnelle zeigen, wie man das austauscht und wie das Fahrrad dann wieder ganz schnell flott ist. So, dann fangen wir mal an. Und zwar, ich habe das Fahrrad hier auf einen Fahrradständer der Marke Parktool. Ihr könnt es auf jeden beliebigen Ständer stellen. Ihr könnt es auch kopfüber hinstellen. Dann habt ihr es teilweise noch besser. Was ganz gut ist, ist immer, wenn man ein bisschen Licht hat, dass man die ganze Sache sieht. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal. Und zwar, hier sieht man einen intakten Motorschutz mit einem intakten Gummi. Und das ist nun mal der abgerissene Gummi, der praktisch hier irgendwie abgerissen ist während der Fahrt. So, ich mache jetzt Folgendes. Als erstes gehe ich hier auf die Seite, und zwar, das sind drei so Imbusschrauben mit einer Größe 2,5. Die entferne ich mal. Es würde auch reichen, wenn ihr nur die hintere entfernt, aber besser ist es, wie gesagt, ihr macht mehr weg. Das ist nämlich die Abdeckung für den Motor. Wenn ihr es optimal machen wollt, könnt ihr auch noch die Kurbel abbauen. Finde ich ein wenig übertrieben, weil es ist nur kurz, dass man die Motorabdeckung ein bisschen nach vorne biegt und ich glaube, das kann die weg. So empfindlich ist die nicht. So, wo ihr aufpassen müsst ein bisschen, sind die Schräubchen. Die fallen gerne runter. So. Und am besten, na, gucken wir mal, vielleicht hält es. Also ich mache jetzt als erstes Folgendes. Ich mache den Gummi hier raus. Dann wird dieser Bolzen hier rausgedrückt. Wenn der Gummi abgerissen ist, braucht ihr das natürlich nicht, weil dann habt ihr den schon rumliegen irgendwo oder in der Hand. So, jetzt ziehe ich nach hinten die Motorabdeckung ab. Jetzt hängt die an diesem Gummi hier. In dem Fall ist der Gummi ja in Ordnung, funktioniert es. So, jetzt gehe ich hier oben an der Seite hier mit einem, jetzt ist die erste Schraube runtergefallen. Die haben wir gleich, dass er nicht wegkommt. Geht er hier an der Seite mit einem 40er Torx rein und löst einmal diese Schraube hier. So, kurz. Immer wegen aufpassen, dass ihr die Abdeckung nicht abbrecht. Jetzt löst ihr diese Schraube. Und zwar so lang. Ich halte mal hier die Motorabdeckung. Jetzt runtergefallen. Die Motorabdeckung. Kann nur ein bisschen drehen, weil irgendwann fällt die runter, weil der Bolzen aus der Motorabdeckung außen ist. Was jetzt passiert ist. Seht ihr also? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Hier wird der Gummispann drin gehalten. Oder Gummispanner. Und hier sieht man, wenn ich das rein Schraube hier, geht es dann in hier in durch den Gummi durch und hält das Ganze hier nochmal. So, jetzt machen wir den umgekehrten Weg.
Ich habe praktisch jetzt das neue Set. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Das sieht dann so aus. Made in Taiwan. Und nochmal hier das alte, das kaputte. Da kann man nur noch den Bolzen gebrauchen. Der Gummi ist kaputt. So, und jetzt macht er den umgekehrten Weg. Ihr fummelt es entweder schon durch den Motorschutzabdeckung, wie es ich gemacht habe. Und jetzt haltet ihr das so da rein. Und jetzt wird hier von der Seite wieder, geht er mit dem Torx rein. Macht das mal so. Und jetzt drehe ich praktisch diesen Haltemechanismus oder Haltebolzen oder wie man es nennen will, wieder bis zum Anschlag rein. Ein Drehmoment kann ich euch da nicht sagen, aber das ist eine ziemlich große Schraube. Also wenn das ein wenig festzieht, dann reicht es voll und ganz. Und sie kann sich ja nicht komplett aus dem Gehäuse lösen, weil ja die Motorabdeckung drauf ist. So, jetzt ziehe ich das kurz fest. So, fest. Und jetzt gehe ich her und mache hier die Motorabdeckung wieder drauf. So, jetzt kommt der Bolzen wieder rein. Der wird so reingeschoben hier. Und jetzt nach unten und verspannt. So, was ich jetzt noch machen muss, hier an der Seite, muss ich wieder die Schrauben einsetzen. Da ist noch eine drin, oder? Ne, da hat sie gefehlt. Ich tue sie handfest erstmal anziehen, dass die Motorabdeckung gut sitzt. Da ist die, ups, da ist sie drin. Die Schraube ist drin, die andere ist runtergeflogen. Ne, ist sie nicht drin. Jetzt muss ich selber mal gucken, ob die da, welche. Also da fehlt sie. Gut, dann gehen wir schon mal her, wenn die runtergeflogen ist. Und setzen die gleich hier ein. Ziehen wir ein bisschen handfest. Jetzt muss ich mal gucken, die wahrscheinlich auch runtergeflogen ist oder ob da was drin ist. Die ist auch runtergeflogen. Mal schauen, wo die liegt. Irgendwo auf dem Boden. Ah, ich habe sie. Ein Glück, wenn man Licht hat, dann sieht man was. So. Kommt da drauf. Und jetzt ziehe ich, jetzt schaue ich erst, dass die Abdeckung schön sauber sitzt. Und jetzt werden alle drei Schrauben schön handfest angezogen. Also immer mit Gefühl das Ganze. So, das war jetzt das ganze Hexenwerk. Das Teil ist ausgetauscht und funktioniert wieder einwandfrei. Gut, jetzt kommt gleich mein Fazit dazu. So, ich hoffe, ich habe den User helfen können. Die Reparatur habt ihr ja gesehen, die war schnell, einfach zu machen. Wichtig ist nur, dass man das Bauteil kriegt, dass man es kriegt, weil ich habe auch von dem User jetzt gehört, das hat jetzt auch 3 Monate gedauert zu liefern. Kann ich gar nicht verstehen, weil es ist einfach nur ein Gummiriemen. Naja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, warum. Und man sieht auch, der ist relativ leicht aufgebaut. Und das Ding kann natürlich immer mal reißen. Ist klar, das ist Gummi. Wenn es kalt ist, ist die Belastung größer. Ja, und ich hoffe, also wie gesagt, dass ich dem User geholfen habe, dass er die Reparatur jetzt hinbekommt. Und freue mich, dass er wieder dabei war. Vielleicht habe ich den einen oder anderen auch helfen können, dass er das ähnliche Problem hat. Würde mich über Kommentare freuen, dass ihr mir vielleicht schreibt, ob das in Ordnung ist für euch. Habt ihr auch solche Probleme? Habt ihr das auch selber gemacht oder seid ihr damit in eine Fahrradwerkstatt? Und in diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.